Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry Primal. In der letzten Folge haben uns diese komischen Leute versucht anzugreifen. Und ja, da kümmern wir uns einfach mal direkt drum. Okay. Lass mal meinen Hund in Ruhe. Moment, ich muss mir kurz ein paar neue Pfeile herstellen. Oh, ich habe nicht mehr so viel Holz. Das ist natürlich nicht so nice. Jetzt greifen die irgendwas anderes an. Hartholz, okay, Tontopf. Ich muss die halt alle noch ausnehmen. Komm, Hund. Oh. Du kannst die ruhig angreifen, Hund. Oh, ich habe den jetzt einfach random irgendwo hingeschickt. Oh oh. Okay. Sie haben mit einer Giftbombe auf mich geworfen. Nice. Auf Wiedersehen. Ich will halt noch nicht mit der reden, weil ich noch gucken will, ob hier noch irgendwo Zeug rumliegt, was ich irgendwie benutzen kann. Hier ist der Typ. Und die Kreuze werden ja auch nur bei denen angezeigt, die man noch nicht ausgenommen hat. Ich fände es ganz nice, wenn die wieder so glänzen würden. Und ich habe irgendwie so ein bisschen die Befürchtung, dass das, also dass die Leichen halt verschwinden, wenn wir mit der Frau reden. Dementsprechend, ja, machen wir das lieber zuerst. So, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade auf der Map meinen Ort draufgesetzt habe. Einfach random irgendwo hin. Lol. Läuft. Ja, sie steht hier. Hi. Erzähl mir was. Okay, jetzt wurde mir angezeigt, wo ich hin soll. Und wie kann ich den jetzt wieder... Hallo? Okay, jetzt folgt der mir, glaube ich, wieder. Genau. Dann gehen wir den einfach mal nach. Und kümmern uns mal um das Problemchen. Ja, komm. Nee, wir lassen das mal, oder? Ich bin mir nie ganz sicher, ob ich es wirklich durchziehen soll.
die dann halt wirklich einfach sinnlos quasi umzubringen. Da fühle ich mich dann doch immer ein bisschen schlecht. Okay, das war doch einfacher als gedacht. Wildschweinhaut. Cool. Bleib stehen. Bleib stehen. Mann. Wie der einfach so runterrollt. Das ist doch nicht okay. Möchtest du was davon haben, nicht? Nein? Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Geht's dem gut? Ja. Die Anzeige scheint voll zu sein. Brauchen wir zufällig noch was davon? Einfach mitnehmen, was geht. Oh oh, das war knapp. So, komme ich hier hoch? Ja. Naja. Ungefähr. Und vor meiner Haustür ist gerade wieder Lastwagen-Action. Nice. Aua. Mistvieh. Oh. Ja. Verzieh dich lieber. Wildschwein. Okay, das war nur ein Wildschwein. Ich dachte schon, das wäre irgendwas anderes. Sonst scheitert die Mission. Okay, okay. Ich wollte mir die Höhle nur kurz angucken. Da werden mir irgendwelche Freunde angezeigt. Kämpfen die gegen die? Sieht wohl so aus. Und angreifen. Oh, das war ein Wildschwein, lol. Oh. Oh, oh. Lasst ihn in Ruhe. Erreiche Udam-Lager. Ist der jetzt wieder... Hallo, Hund. Bestie heilen, okay. Gut, wir nehmen auch hier wieder mit, was geht. Lol. Boah, das ist schon echt weird. Körper bewegen. Hier scheint hier irgendwo noch jemand zu liegen. Oder etwas. Das war kein Mensch. So viel kann ich sagen. Oh. Das Problem scheint sich so ein bisschen selbst zu erledigen. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo ich hier gelandet bin. Bin ich einfach nur so in irgendeinen unglücklichen Kampf reingeraten? Ich habe keine Ahnung. Wir gehen jetzt einfach mal zum Lager und kümmern uns um diese Typen da. Ich hoffe mal, die sind da oben drauf. Okay, mit T kann ich Steine werfen. Das erinnert mich so ein bisschen an
an Battlefield Hardline hieß das Spiel, glaube ich. Ich habe es leider nie zu Ende gespielt. Vielleicht mache ich das irgendwann mal ein Let's Play. Das wäre ja auch mal interessant. Hat jemand Interesse an Battlefield Hardline? Wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Auf Wiedersehen. Boah, ich könnte jetzt echt ganz gut die Eule gebrauchen. Damit die einfach mal die ganzen Gegner scannt. Lol, da sind wir einfach selbst. Ich hoffe mal, dass das alle sind. Da war noch einer. Okay, gut. Hoffen wir einfach mal, dass das alle waren. Damit lässt sich arbeiten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Letzter Pfeil. Oh. Moment, so. Gut. Ja, ist hier jetzt noch irgendjemand oder war es das schon? Ich soll ja diese Dinger verbrennen, ne? Naja, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Leute an. Boah, ich dachte gerade schon, da würde auch jemand stehen. Das war creepy. So. Lol. Ich glaube, der war gemeint. Und hier auch irgendwo. Ach so, okay, der liegt da unten. Gut, dann müssen wir jetzt diese Dinger kaputt machen. Müssen wir nur erstmal einen Weg dahin finden. Das zählt wohl nicht. Wie mache ich das denn kaputt? Kann man das irgendwie anzünden oder so? Oder muss ich da einfach so? Okay. So geht's auf jeden Fall auch. Oh. Oh. Hund, bitte kümmere dich darum. Okay, ich habe anscheinend jetzt auch Unterstützung bekommen. Der Hund chillt allerdings immer noch da oben. Der hat vielleicht noch keinen Weg nach unten gefunden. Okay. Hallo, Spiel. Möchtest du bitte? Danke. Ich weiß nicht, ob man die auch anzünden kann. Ich würde vorschlagen, wir probieren das einfach mal aus. Das stelle ich mir ganz lustig vor. Man kann die Pfeile doch auch, genau. Es brennt. Allerdings scheint es nicht wirklich was zu bringen, oder? Doch. Cool. Wo ist jetzt der letzte? Da unten. Okay.
Meine gezähmte Bestie kann diesen Ort nicht erreichen. Ja, danke auch. Mann. Was stimmt denn nicht mit diesem Hund? Okay, wir machen es mal wieder so wie eben auch. Das hätte doch schon längst brennen sollen. Okay. Da wird jetzt jemand ein bisschen gegrillt. Okay, mein Pfeil brennt noch. Hier scheint irgendwo noch jemand zu sein. Viel Spaß. Ja, das ging eigentlich fit, fand ich. Udamari. Ul Patiguaifa. Appa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Udamari. Winja Baltasha. Guaifamas. Schaus, Uls, Dausam. Sana Quaida Shanshi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi, Sami Gartici Nafa. Winjai. 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 Ah. Winja. Alles klar. Das war ja mal halbwegs interessant. Gut. Jetzt wurden hier Leute angezeigt, die wir halt jetzt befreien können. Das klingt schon mal ganz nice. Wo sind wir denn gerade? Hier, okay. Ich würde sagen, wir machen uns einfach mal auf den Weg zu dem. Das klingt eigentlich schon mal ganz nice. Und wenn die sich, also wenn die das auch alleine hinbekommen, wir können ja auf dem Weg erstmal das Ding anzünden. Boah, die Karte sieht schon wieder so fucking groß aus. Wenn die dann alleine zum Dorf gehen, dann können wir hier einfach so eine Runde laufen und dann sollte das eigentlich fit gehen. Oder wir gehen erst hier lang und machen dann so eine Runde. Das wird auch gehen. Wir probieren es einfach mal aus. Gut. Auf geht's. Wir haben wieder einen weiten Roadtrip vor uns. Nur halt nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. So, mein Hund sollte dann langsam ja auch mal wiederkommen, oder? Genau, der ist schon auf dem Weg. Das ist auch gar nicht mal... Ja, doch, es ist schon ein Stück. 1 Kilometer ist schon... nicht um die Ecke. Das Zeug nehmen wir auf jeden Fall wieder mit, weil das wächst meistens halt nur so an so... Dings. What the fuck? Die Ziege wollte sich wohl selbst grillen. Okay, ich meine, wenn es ihr Spaß macht. Blaublatt, okay. Ja, ich würde auch so langsam sagen, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. What the fuck?
Lol, ich habe da einfach so meine Keule hingeworfen. Das war schon recht stumpf, das kann man schon sagen. Oh, ich habe nicht mehr genug Holz. Okay, der Hund scheint ihnen jetzt zu helfen. Hoffe ich zumindest. Viel Spaß. Und ja, wir müssen auf jeden Fall Holz suchen. Weil was das angeht, sind wir echt im Rückstand. Oh, hi. Danke, Hund. Ja, danke, danke. Ja, da möchte ich auch lang gehen. Mann. Oh Mann, okay. Ja, wir setzen an der Stelle einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal Uholz. Und dann schauen wir einfach mal, was uns da so... Komm schon. Was uns da so erwarten wird. Bis dahin.